Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 12. Part von Dragon Age Origins. Wir werden jetzt erstmal zurück in die Kirche gehen, welche dort ist. Hier auf der Karte, habe ich noch gar nicht gemerkt, hier sieht man alles wunderschön. Also von dem her gar kein Problem mehr, jetzt irgendwas zu finden. Heißt, wir gehen jetzt ganz kurz in die Kirche, um Mutter Hannah nach ihrem Segen zu fragen. Und vielleicht nochmal mit Caitlin zu sprechen. Denn vielleicht hat die ja noch irgendwas für uns. Caitlin, hey, ich habe dir deinen Dudes. Hallo, ich habe meine Schwester gefunden. Ja, ich weiß. Erwin sagte, ihr hättet ihn gefunden. Ich kann das nie wieder bekommen. Ich hab das Schwert bekommen. Kein Problem. Oh. Vielleicht ein Kuss von einem hübschen Mädchen? Ihr seid süß. Ich denke, daran ist nichts Schlimmes. Ja, kille geil, Alter. Scheiß auf Morrigan, Alter, wenn wir uns hier noch ein paar andere abschleppen können. Natürlich nur auf die Wange, aber... wie Morrigan da geguckt hat, so. Und er, Alter. Ich glaube, die hat sich ein bisschen in uns verliebt. Ich passe auf mich auf. Quest absolviert. Wunderbar. So, dann haben wir hier noch die Mutter Hannah. Nee, wir lassen jetzt nicht beten, sondern ich spreche jetzt mit dir. Ihr habt Elfenblut und seid fremd hier. Dennoch kämpft ihr für eine Heimat, die nicht die eure ist. Dafür danke. Kein Problem, Hannah. Es gibt persönliche Gründe für mein Hiersein. Und der Schutz Unschuldiger gehört nicht dazu? Egal. Na doch, sonst würde ich halt das alles hier nicht tun. Dass ihr euch hergebracht habt. Genau, dank deinem Erbauer. Dass ich mich vorstelle. Ich bin die verehrte Mutter Hannah, das Oberhaupt dieser Kirche, die derzeit den armen Dorfbewohnern als Zuflucht dient. Sie haben Angst vor dem Angriff heute Nacht. Und diese Mauern können ihren Schutz nicht garantieren. Kann ich euch bei eurer Aufgabe behilflich sein? Sir Perth braucht Heiligenschutz für seine Ritter. Ich habe für sie getan, was ich konnte. Heiß. Jede Nacht für sie. Komm, nochmal. Ich bitte den Erbauer um Vergebung ihrer Sünden, bevor sie den Tod finden. Was Sir Perth sucht, steht zu geben nicht in meiner Macht. Könnt ihr sie einfach segnen? Ich kann mit ihnen beten und sie segnen. Aber Sir Perth will, dass ich ihnen einen Schutz von okay, ja, ich glaube, also, das klingt realistisch. Sagen, der Erbauer wache über ihn? Genau, genau. Sag einfach, den Schutzschild haben die jetzt. Soll ich sie etwa glauben lassen, der Erbauer würde ihnen im wörtlichen Sinne... Och, jetzt komm schon, Mutter Hannah. Zu dieser Lüge bin ich nicht imstande. Aber wenn sie glauben, dass es hilft... Ich vermute... es ist großartig. Ich kann es immer nur wieder sagen, dass sich das absolut gelohnt hat. Aber es ist Spiegelfechterei. Nun gut. Es lohnt sich wirklich, das zu skillen, weil man sich das ein oder andere schon vereinfacht. Ich habe einige heilige Symbole aus Silber. Sagt Sir Perth, er kann sie haben, wenn er okay. will. Und wer sie trägt, genießt den Schutz. Alles klar, perfekt. Bitte. Ich muss mich um diese armen Menschen kümmern. Kein Problem, widme dich wieder deinen armen Menschen. Die haben das, was sie wollen. Und können jetzt zurückgehen zu Sir Perth und dem diese silbernen, was auch immer, vielleicht Amulette oder so. Ich habe nicht genau, also doch, ich habe schon genau zugehört, aber ich habe schon wieder vergessen, was genau was war. Ich habe irgendwas mit Silber. Können wir ihm geben und dann können wir sagen, yo, damit habt ihr einen Schutzschild des Erbauers. Ich meine, ist ja auch ein bisschen assi von Sir Perth, zu sagen, ja, ich will ein Schutzschild jetzt haben, so. Also ich meine, so ein Segen muss doch eigentlich genug sein, oder? Wir sind schon wieder falsch. Wir müssen dort hoch und dann wieder in Richtung Windmühle. Und dann müssen wir uns nur noch um den Zwerg kümmern, wo wir auch ganz einfach auf die Karte gucken können, wo dem sein nettes Häuschen ist. Es ist auf jeden Fall irgendwo da unten. Ja, nicht allzu weit weg von dem Haus von Caitlin. Aber jetzt geben wir erstmal Sir Perth sein Zeug. Ist auch ein scheiß Name, ne? Sir Perth. Wie willst du das? Wie willst du das gescheit aussprechen können, Junge? Nehmen dir mal einen neuen Namen. Die Ritter von Redcliffe sind bereit für eure Befehle zum Kampf. Ihr sagtet, ihr wolltet heiligen Schutz? Ja. Habt ihr mit der verehrten Mutter gesprochen? Jep. Hat sie euch etwas gegeben? Mutter Hannah hatte einige heilige Amulette. Reicht euch das? Wenn sie so wirken wie die Symbole der Priester, dann ist das mehr als ausreichend. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wir sagen einfach nichts dazu. Ich schicke Männer, um die Amulette zu holen.
Bitte dankt Mutter Hannah in meinem Namen, dass sie endlich zur Vernunft gekommen ist. Weitermachen. Wie ihr wünscht, grauer Wächter. Denn wir haben noch kurz mit dem Zwerg ein Wörtchen zu klären, ne? So, guck mal, also jetzt ist die Moral von denen oben, die da unten haben wieder Rüstungen und alles. Jetzt holen wir noch den Zwerg, dann kann in diesem Kampf eigentlich nichts schief gehen, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich müsste dann alles super geil laufen. So. Jetzt die Hütte vom Zwerg. Also irgendwo beim See, also laufen wir. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber irgendwo da hinten. Also werden wir es schon sicherlich finden. Hi, Murdoch. Muss ich mal kurz Hallo sagen, wenn er vorbeiläuft, ne? So, das hier war Caitlins Haus, genau. Irgendwo hier. Da vielleicht? Ace Dwins, genau. Dwin. Erstmal. Hallo? Dann klopfen wir. Und dann knacken wir das Schloss. Weiter. Also erstmal ganz normal, ne? Und wenn er da nicht aufmacht, dann muss man halt auch mal unkonventionelle Methoden anwenden. Großartig, Eindringlinge. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund in mein Haus. Ja, du hast nicht auf mein Klopfen reagiert. Verzeiht, ich will euch nichts tun. Entschuldigung angenommen. Sehr gut. Dankeschön, du. Nett, euch kennenzulernen. Und jetzt raus. Nix raus. Murdoch braucht euch bei der Miliz. Und? Rekrutiert ihr jetzt für Murdoch? Ich sage euch dasselbe wie ihm. Ich riskiere meinen Hals nicht für dieses Dorf. Ja, ihr sterbt entweder draußen oder hier und jetzt. Darauf läuft es also hinaus, was? Na schön. Ich gehe, wenn ihr mich raus mit dir. Draußen haben wollt. Dem seine Moral ist wahrscheinlich nicht die höchste, weil ich meine, wir haben ihn einfach nur gezwungen. Danke. Wofür denn? Ich mache das nicht für euch, sondern wegen. Ja, ist doch egal. Ich sag trotzdem danke. Murdoch, ihr habt gewonnen. Und wenn die Kreaturen kommen, will ich euch auf dem Platz sehen. Natürlich, denn ich werde im Gegensatz zu dir direkt mitkämpfen. Da hat er noch irgendwas Schönes in seinem Häuslein, was man auch ihm abnehmen könnte, ne? Anscheinend leider nicht. Okay, dann gehen wir wieder nach draußen und gehen wahrscheinlich zu Murdoch, um ihm zu sagen, yo, ich habe deinen komischen Zwerg mit sehr netten Mitteln auf jeden Fall dazu gebracht, mit dir an deiner Seite zu kämpfen. Und dann sind wir ready to fight. Ready to fight. Ach, wir müssen gar nicht mehr mit Murdoch reden, oder wie? Ne, sieht gerade nicht so aus. Gut, dann denke ich mal, muss ich zu den Typen da oben wieder. Ich rede nochmal trotzdem mit ihm. Ihr lasst die Taverne Freibier an die Mitte. Nein, das war nicht ich. Aber es hebt die Moral und sie denkt mal nicht an das, was kommt. Okay, doch, ich war's. Seid bedankt. Ich war's. Ich, meine Idee. Reparaturen werden erledigt. Ziemlich flott sogar, da sehr gut. Volltrunken ist. Wir können es schaffen. Und dein Zwerg ist auch dabei. Ich möchte über Dwin sprechen. Danke, dass ihr ihn überredet habt, herzukommen. Ich bin sicher. Hoffentlich schlägt uns nicht irgendwie seine Axt in den Rücken, ne? Ich möchte noch über was anderes sprechen, und zwar das. Ja, genau. Ich will jetzt auch nämlich sagen, ich bin bereit für den Kampf, der Sonnenuntergang kann kommen. Seid ihr sicher? Wenn ihr mit nö, nö, ich bin absolut ready, ich habe alles getan. Nein, ich bin bereit. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Ich brauche kein Glück. Ich habe Können. Verdammte Scheiße nochmal. Warum will mir jeder viel Glück wünschen und sowas? Ich brauche kein Glück. Ich schaffe es so oder so. Ich meine, man hat es doch in den Oger gesehen, dass ich jeden Kampf überleben kann mit meinen großartigen Kampftaktiken. Und jetzt ist der Sonnenuntergang da. Und da kommen die Monster. Mit weißem Nebel. Sehr schöne Musik. Neue Questangriff bei der Nacht. Da, wandelnde Leichen. So, erstmal jetzt schon mal ein paar Schüsse reinhauen. So, einen verkrüppelten Schuss rein. Oh Gott, warum... Wow! Warum ist Verschonheit eigentlich im Kampf aktivierbar? Also bei Inquisition ging es auf jeden Fall. Oh Gott, hört auf, wie so nah an mich hinzugehen, Alter. Schlag in die Fresse. Tret ihn! Tret ihn doch! Tret doch irgendeinen jetzt. Bam! Jetzt, oh Gott, wieder weg. Heil dich mal kurz. Ach so, ich habe keine Schnellheilung. Stimmt. Durch die Verschonheit habe ich jetzt keine Schnellheilung mehr. Heißt, ich muss mich jetzt... das wollte ich gar nicht. Nein. Zurück. Ja, die Tasten, ne? Das ist immer so ein Problem. So, jetzt müssen wir hier... Tränke.
Machen wir mal einen schwachen. Au. Kriegen wir gleich natürlich noch einen ab. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen. Könnt ihr den bitte mal übernehmen? Das wäre sehr nett von... Oh, wobei, ich schlage ihn einfach mal kurz so ins Gesicht. Dann ist er doch schon tot. Sehr gut, jetzt ist keiner mehr hinter uns. Er ist ziemlich genervt. Also, wie viele kommen denn da noch? Also, guck mal, was wir hier für eine Armee haben. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt, die ganzen kleinen Nebenquests abzuschließen. Auch wenn wahrscheinlich die Hälfte davon jetzt komplett besoffen ist. Finde ich schön, dass du in meinen Bogen rennst, aber bitte hör auf damit. So, der ist auch tot. So, komm jetzt hier ein paar Bogenschüsse rein. Haben wir hier einen verkrüppelnden Schuss? Dadurch wird ja seine Verteidigung und sein Angriff gesenkt, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Da haben wir einen Stufenaufstieg. Oh, irgendjemand ist auch tot. Ach, Morrigan! Sorry, Morrigan. So vor nicht mehr so viele kommen, ne? So irgendwie. Sieht es für uns gar nicht mehr so gut aus. So viele sind wir. Was willst du denn jetzt? Bam. Und wieder weg. Und wieder drauf. Alter, da kommen ja noch mehr. Jetzt hört mal aber auf hier. Stop it. Hört auf zu spawnen. Aber jetzt sieht es gut aus. Scheinen die letzten zu sein. Ah, ne, da kommen wieder welche. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so eine Masse. Das ist ganz gut. So, der kriegt noch einen Schuss rein und dann noch einen. Da ist noch einer. Ja, für unseren Stan sieht es auch nicht so gut aus, aber ihr kriegt keine Wundumschläge. Pech für euch, Opfer. War's das? Das ist der Zwerg. Der sieht schon pisst aus. Denkt sich nur so, ach man, warum bin ich überhaupt hier und kämpfe? Ich will es gar nicht. Wir greifen vom See aus die Barrikaden an. Wir brauchen Hilfe. Ritter zeigt mir sofort den Weg. Los, wir müssen uns beeilen. Jo, bin dabei. Aber erstmal mache ich Stufenaufstieg für Morrigan. Ja, du brauchst ja Magie. Du kriegst auch. Und noch einen auf Konstitution. Die finde ich cool, dass die Musik so bleibt. Okay, guck mal, was kann die alles so? Ah, die Musik ist mir gerade so stressig. Ich will hier irgendwas machen. Alter, guck mal, wie viele Skill-Sachen die hat. Heilung. Yep. Das habe ich nämlich auch gesucht. Dass sie ein bisschen heilen kann. Das ist doch sicherlich nicht schlecht. So. Dann folgen wir mal der Miliz. Irgendwo beim See, aus den Barrikaden attackieren sie. Aber jetzt sind wir immerhin gleich voll. Außer Stan, der ist noch nicht voll. Stan, ah jetzt. Die Musik ist großartig. Da sind sie. So, let's go. Verkrüppelten Schuss, komm. Der hat gesessen, sehr gut. Der ist gelb. Heißt, mal kurz Bam. Bam und dann wieder zurück. Zurück. Alle Mann zurück. Nein, also nur ich. Nicht alle Mann. Ihr bleibt alle schön vorne. Oh. Nein. Boah, Alter, wie er umgefetzt wurde. Nice. Sehr gut, Morrigan. Ich glaube, es war Morrigan, die da hinten rumschlawinert hat. Mit dem Feuer, das mir bis ich muss mich immer rumbewegen, um an meine Ziele zu kommen. So, einen verkrüppelten Schuss. So, wir brauchen echt auf jeden Fall noch mehr Skills für das Bogenschießen. Das ist mir immer noch zu wenig. Zack. Alter, wie auch noch auf den Boden gefetzt wurde. Bang, kriegst du noch einen Tritt auf den Boden. So, taken wir den kurz down. Natürlich verfehlen wir. Aber jetzt ist er down. Unser Leben sieht... Oh, wollte ich gerade sagen, sieht sehr gut aus, aber da ist Alistair tot. Morrigan, du sollst heilen. Warum hast du Alistair nicht geheilt? Vielleicht muss ich sie erst zuweisen oder so. Mache ich dann vielleicht offscreen kurz. Tret zu. So, der ist tot. Ja, jetzt kommen nicht mehr so viele. Ist wieder eine überschaubare Masse. Ich glaube, der hat nicht getroffen, ne? Der verkrüppelte Schuss. Nee. So, aber der hat gesessen. Sehr gut. Also komm, wenn es so einzelne sind, keine Chance, Alter. Da kommen noch mehr. Selbstverständlich. Die Stimme, ey. Ich bin froh, dass ich mir keine andere ausgewählt habe. Die anderen wären bestimmt scheiße gewesen. Also sie klingt halt komisch, aber sie ist witzig. Hi. Verreck. So, kurz auf die. Auch nochmal einen verkrüppelten Schuss drauf. Haben wir da gerade einen Crit gemacht? Sah gerade so aus. Ach, deshalb vibriert mein Controller manchmal, weil das Crits sind, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Oh Gott. Lass mich in Ruhe.
Sehr gut, Stan. Schlag auf ihn ein. Wer mich attackiert, der muss direkt sterben. Der ist tot. Da hinten kommen aber noch mehr. Alter, okay, da ist schon wieder eine halbe Armee. Das ist nicht so gut. Kommt einer auf mich zu? Nee, die bleiben alle schön weit weg. Das freut mich natürlich. So, einfach weiter drauf. Ballern noch einen verkrüppelten Schuss drauf. Ist zwar nicht so sinnvoll bei jemandem, der fast tot ist, aber egal. Bam. Oh, bam jetzt. Sehr gut. Das ist ein Ende. Und Alistair liegt da schon seit 10 Minuten tot rum. Bam. Sehr gut. Dankeschön. Stan. Stan beschützt mich hier. Das finde ich gut. Und Stan ist auch wirklich ein krasser Fighter, Alter. Der verliert hier kaum Leben, Alter. Der geht gut auf die Fresse. Wie viele denn noch? Alter, das ist ja echt unnormal. Okay, nee, nicht in Reichweite bewegen. Dann schlag lieber auf den ein und gebe ihm noch einen Tritt mit. Der müsste jetzt eigentlich down sein dann. Genau, Stan macht noch ein, zwei Schläge, dann war es das mit dir. Oh, ich glaube, da gehen ein paar gerade zu Morrigan hoch, kann das sein. Ja, zumindest in die Richtung. Aber Morrigan hält sich schön hinten. Das ist gut. Oh, geil. Alles mitnehmen. Murdoch ist tot! Ach, Murdoch. Egal, wir können ihm alles looten von Murdoch. Aber trotzdem, Murdoch, der Bürgermeister, ist tot. Ist natürlich nicht so cool. Die Musik bleibt weiterhin sehr treibend, ja. Und jetzt hört, bekommen wir wahrscheinlich auch eine kleine Sequenz. Aber die Musik bleibt. Yeah. Oh. Kampf. Oh. Ja, Musik ist jetzt. Du kannst dich wieder beruhigen. 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 Dankeschön. Der Morgen dämmert und wir haben die Nacht überlebt. Dank mir. Der Sieg ist unser. Dank mir. Und obgleich der Sieg viel gekostet hat, müssen wir bedenken, dass wir alle nicht hier stünden, ohne den Heldenmut der guten Leute neben mir. Hallo. Der Erbauer hat auf uns herab... Ja, ja, euer verdammter Erbauer kann mich mal am Arsch lecken, ey. Zu uns geschickt hat. Es gibt noch viel zu tun bei Antigen. Aber trotzdem verdienen diese Menschen doch eine kleine Feier. Noch ist eigentlich, ich hätte da mal Belohnung fragen sollen. Beugen wir das Haupt und ehren wir all jene... Genau, also mir. ...bei der Verteidigung von Radcliffe. Die anderen haben nichts getan. Ich. Murdoch von Radcliffe, Bürgermeister und geliebter Vater. Wir ehren... Ja, der ist doch eh tot, juckt keinen. Ehrt mich. ...und so viele, die hier ihr Leben lassen mussten. Geht mit ihm, eurem Erbauer. Möge der Frieden seiner Liebe euch lange begleiten. Wir schweigen einfach, da reden wir jetzt nicht rein. Zulässt, erlaubt unser heutiger Sieg, dass ich ins Schloss vordringe und unseren Aal suche. Seid wachsam und achtet auf Zeichen neuer Angriffe. Wir kommen so bald wie möglich mit Neuigkeiten zurück. Nun, vergeuden wir keine Zeit mehr. Trefft mich bei der Mühle, okay. Dort können wir weiterreden. Alles klar. So, aber wir haben auch nochmal einen Aufstieg. Wir? Oder? Nee, Stan hat einen Aufstieg, okay. Ja, Stärke und eine Konstitution. Kriegst Tapferkeit einfach. Lese ich mir jetzt gar nicht durch, Alter. Lese ich mir jetzt gar nicht durch. Kriegst einfach Tapferkeit, weil du ein tapferer Boy bist. Okay, dann haben wir die Schlacht, also natürlich, ohne jegliche Probleme hier überstanden. Wir müssen nach oben. Und zwar zur Mühle. Ja, wir haben ja alle möglichen Nebenquests schon erledigt. Bedeutet, jetzt kümmern wir uns hier, dass wir zum Schloss kommen. Dass wir den Aal finden und vielleicht auch die Tochter von dem Schmied. Haben wir ihm ja versprochen, dass wir nachher suchen werden. Wenn wir sie finden werden, ne, dann bringen wir sie auf jeden Fall zurück. Wobei ich leider Gottes davon ausgehe, dass sie halt nicht mehr am Leben ist. Weil ich glaube, dass gar niemand mehr im Schloss am Leben ist. Ich glaube auch, dass der Aal tot ist. Weil, kann mir nicht... Da kommen ja die Monster her und... Also die wandelnden Leichen und... Wie sollte da irgendjemand überleben? Da drin. Das Schloss sieht von hier seltsam ruhig aus. Als wäre überhaupt niemand mehr drin. Kann sein. Ich sollte keine Zeit mehr verlieren. Mein Plan war, ins Schloss zu gehen, sobald das Dorf in Sicherheit war. Es gibt einen Geheimgang hier in der Mühle, der nur meiner Familie zugänglich ist. Wie praktisch. Vielleicht hätte ich früher ins Schloss gehen sollen. Ja, hättest du. Aber ich konnte die Dörfler nicht verlassen. Mein Martin des Erbauers. Wer ist es? Erbauer, sei Dank, dass du noch lebst. Isolde, du lebst. Wie bist du... Was ist passiert? Keine Zeit für lange Erklärungen.
habe nach der Schlacht das Schloss schnellstmöglich verlassen und muss in Wälde zurück sein. Und du musst mit mir zurückkehren, Tegan. Allein. Vorsicht, das könnte ein Hinterhalt sein. Was? Wer ist dieser Mann, Tegan? An mich erinnert ihr euch doch, Lady Isolde. Alistair? Bei allen... Warum seid ihr hier? Das sind graue Wächter, Isolde. Ich schulde ihnen mein Leben. Verzeiht. Ich würde ja Höflichkeiten austauschen, aber angesichts der Umstände... Dazu habe ich auch gar keine Lust. Bitte, Lady Isolde. Wir wussten nicht, dass im Schloss noch jemand lebt. Wir brauchen Antworten. Ich weiß, Erklärungen sind vonnöten, aber ich... Ich weiß nicht, was ich ohne Gefahr erzählen kann. Tegan, im Schloss ist etwas sehr Böses. Die Toten erwachen und jagen die Lebenden. Der verantwortliche Magier wurde ergriffen, aber das hat die Lage nicht verbessert. Also irgendein Magier da drin Scheiße gebaut, okay. Die war wohl wahnsinnig. Wir haben überlebt, aber er will das Schloss nicht verlassen. Er hat so viel Tod gesehen. Du musst ihm helfen, Tegan. Du bist sein Onkel. Auf dich hört er vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Was ist mit Arl Eamon? Lebt er noch? Ja. Sehr gut. Wird er noch am Leben gehalten. Das ist für uns tatsächlich das Wichtigste. Am Leben gehalten? Wovon denn? Wahrscheinlich mit Zaubern? Von einem Zauber des Magiers. Dadurch können Eamon, Connor und ich am Leben bleiben. Die anderen hatten weniger Glück. Es hat viele getötet und ihre Leichen zu wandelnden Albträumen gemacht. Und als es im Schloss fertig war, machte es im Dorf weiter. Es will, dass wir leben, aber den Grund kenne ich nicht. Es hat erlaubt, dass ich dich hole, Tegan, weil ich darum gebettelt und gesagt habe, dass Connor Hilfe braucht. Genug der Fragen, wir müssen entscheiden, wie wir vorgehen. Allerdings. Der König ist tot. Wir brauchen meinen Bruder jetzt dringender als je zuvor. Ich kehre mit dir ins Schloss zurück. Moment, ich muss auch mit. Oh, dem Erbauer sei Dank. Sei gesegnet, Tegan. Sei gesegnet. Dann besteht wohl keine Wahl. Ich hege nicht die Illusion, dass ich allein mit dem Bösen. Ja, also ich will einfach nur mit, das ist das Ding. Aber ihr habt uns wahrhaft beeindruckend erwiesen. Isolde, entschuldigst du uns einen Moment? Also, dass er reingeht, finde ich okay. Aber nicht alleine. Ich warte bei der Brücke. Oder wir nehmen den Geheimgang und ihr geht normal rein. Mein Vorschlag. Ich gehe mit Isolde. Okay, ja. Und ihr gelangt über den Geheimgang ins Schloss. Mein Siegelring öffnet die Tür. Vielleicht kann ich das Böse im Schloss... Damit steigt eure Chance, unbemerkt hineinzugelangen. Was haltet ihr davon? Was soll ich genau machen, wenn ich drin bin? Wenn ich das nur wüsste. Aber ich weiß genauso wenig wie ich so. Okay, also natürlich geht es uns erstmal darum, den A irgendwie zu finden. Aber natürlich wäre es am besten, wenn wir dieses Böse aufhalten können. Wenn ihr die Tore von innen öffnet, können sie rein und euch helfen. Es gibt niemanden mehr, der euch helfen könnte. Wenn ihr nicht geht, ist es an mir, mein Möglichstes zu tun. Hier ist mein Siegelring. Er öffnet das Türschloss in der Mühle. Was immer ihr tut, das Wichtigste ist... Würde ich ebenfalls sagen. Bringt ihn raus, wenn es sein muss. Isolde, ich und alle anderen, wir sind entbehrlich. Ich verstehe, ich tue mein Bestes. Ihr seid ein guter Mann. Der Erbauer hat auf mich herabgelächelt, als er euch nach Radcliffe geschickt hat. Das glaube ich auch. Ein törichter Plan nach dem... Der hat einfach gar keinen Nerv. Ich kann nicht länger warten. Ich sage euch zum Abschied Lebewohl. Ihr mit eurem Glück, ich hab Können, ich brauche kein Glück, danke. Okay, also... Können wir jetzt über die Windmühle dann ins Schloss hinein? Dann vielleicht versuchen, die Tore zu öffnen, dass die anderen reinkommen. Aber das wichtigste Ziel ist Arl Eamon. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part von Dragon Age Origins. Ein wenig kürzer als uns, aber die 5 Minuten, die werden wir irgendwann sicherlich mal wieder draufpacken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.